Hallo, willkommen zu einem neuen Live-Spiel. So, wir starten mal eine Runde rein. Ich muss mal gucken, ab welchem MMR ich auflevel. Medium AI ab 1800 vielleicht? 1700? Was meint ihr? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade, wo ich da stehe mit dem MMR. Ich kenne mich mit sowas nicht aus. Ewigkeit nicht mal reingeguckt. 300 ist das Moment, okay. Ja, muss man mal schauen. Also Medium ist an 1700, okay? In dieser Reihenfolge. Mal in Sicherheit gehen. So. Also ein Wespen sein, ne, da hinten. Ja, Speed am besten gar nicht. Luft, da fehlt aber eine gute Starteinheit. Ja, Nachschub, das geht vielleicht. Ich mag das mit dem Mustang allerdings nicht. Ja, und Quick geht eigentlich auch immer. Also damit der Kombo habe ich gute Erfahrungen und Quick geht auch. Also da gefällt mir der Mustang nicht. Das wäre auf jeden Fall meine Logik jetzt. Okay. Heavy. Ich müsste das, glaube ich, nochmal irgendwann testen. Also was wird er jetzt holen, ne? Er muss ja Modelltank holen. Aber ich müsste mal testen, ob Fangs gegen die Panzer besser sind, wegen den Schilden nachher. Ich glaube, dass ich damit aber besser fahre, auch wenn es ein Geschwindigkeitsproblem gibt. Also ich lasse ihn mal ein bisschen vorgehen. So. Dann Kleinvieh wegräumen auf den Höhen, wo die stehen und hoffen, dass der Marksmann nicht zu weit vorne stand. Das ist halt, ne, die müssen ja schnell genug das Kleinvieh abknallen vom Gegner, damit die arbeiten können. Die mit Absicht übrigens ein bisschen versetzt hier. Ja, muss man mal gucken, ob das funktioniert. Und stelle ich da einfach nochmal einen dritten hin. Ah. Der kann ja ein bisschen langsamer dann da runter gehen vielleicht. Der pullt ihn dann hoffentlich rüber. Mir gefällt das noch nicht so 100 pro. Jetzt ja auf jeden Fall Adler gegen alles gut, was da steht. Gegner fehlt auf jeden Fall das Anti-Small, der Anti-Chuff. Anti-Modell-Tank pickt irgendwas. Ja, aber ich brauche halt die Marksman und das sieht jetzt aus, als ob der Panzer tanken würde. Oder auch nicht. Es gibt einen Gott. Und der ist auf unserer Seite. Oh, aber ein hübscher Android. Sehr schön. Da hole ich jetzt die Adlerie dazu. Ich meine, der Mustang macht ja seinen Job schon. Puh, also man kriegt halt wirklich die Modelltanks sehr schnell damit weg. Ne? Es reicht, wenn die nachher irgendwann wie Schilde gehen. Das mit den Arc-Lights dann nicht so toll. Und es gibt sogar noch eine Adlerie. Luftabwehr haben wir schon. Also alles, was da kommt, kann ich auch besiegen damit. Also Adlerie löst, glaube ich, eine ganze Menge Probleme gleichzeitig. All-in-Rakete. Ich würde viel mehr auf die rechte Seite an Raketen packen wollen, ehrlich gesagt, so mit Fokus. Okay, schieben wir mal da die Raketen dran. Ich überlege sogar, das anders zu machen. Der tankt dann alle Satelliten. Die riskieren dann ihre Lippe, ihre große. Okay. Ja, versuchen wir das einfach mal so. Sonst hätte ich natürlich noch gerne noch mal ein extra Modelltank dabei, ne? Keine Frage. Aber ich bin immer flexibel mit dem Geld. Also auch die Artillerie geholt. Steht allerdings viel weiter hinten. Also bis dahin habe ich schon zwei Salven, vielleicht sogar drei abgefeuert, bevor die wirkt.
Das gibt mir natürlich einen großen Vorteil. Ansonsten haben wir noch den Feng dazu bekommen. Gefahr ist halt, wenn der Luftabwehr vergibt, renne ich drin, nice. Ja, da kommt jetzt leider Kleinvieh gelaufen. Ja, ich habe so viele Adler geholt. Ich hätte zwei Geschütze und dann nochmal ein Arclight dabei. Ich wäre nachher immer schlauer. Vielleicht passt es ja noch. Ja, weil der hier die Adler auch tankt. Aber das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders gewesen. Auf jeden Fall nochmal ein bisschen Anti-Small arbeiten links. Extended Range würde ich an seiner Stelle nehmen. Ja, ich mache jetzt einfach das, also er wird es schilden. Ne? Also, sonst man muss das ja schilden, hallo. Als andere wäre irgendwie komisch. Okay, ich mache jetzt eine Anti-Small-Runde. Konnte ja doch eine Menge Small, aber ich glaube, vielleicht reicht es auch schon, wenn wir den einen dazu packen. Ich glaube, wir machen eine ganze Anti-Small, dann gleich nochmal eine Small dabei. Je mehr ich das kleine Vieh weghole, je früher, desto besser können halt alle arbeiten. Ne? Das ist so, glaube ich, selbsterklärende Logik. Der ist ja diese Runde tot, dann kann ich hier besonders gut reinballern. Der schon von hinten. Vielleicht hätte ich den gar nicht gebraucht, jetzt wo ich das sehe. Ja, der war zu viel. Ich hätte gerne einen Redo-Button. Der kommt dann von hinten, wenn die nerven und hilft dann aus. Ja, also der war zu viel. Das war Käse. Großer Schmarrn. Kein Schild geholt? Keine Flanke? Okay. Nicht sicher, was der da treibt. Er hätte sie Panzer geholt und die ne, Range. Naja, ich brauchte ja eh mehr Modelltanks. Dann machen wir das gleich auch. Das ist ja, weil der Marksmann keine Luftabwehr dabei hat, ne? Das kostet ihn massiv, sonst könnte er die Phönix die ganze Zeit holen. Das ist ein Riesenproblem für den Freund. Boah, ja, das nicht. Jo, bisschen tankier machen. Die verbesserten Raketen auch, die One-Shot der Panzer haben wir aber schon, oder? Was kostet jetzt ein Panzer? 2,8. Ja, habe ich schon den One-Shot, also dann könnte ich den Schuss tanken. Ja, dann mache ich das, dann tanke ich den Schuss nämlich, das ist auch okay. Jo, wie gesagt, mehr Kleinvieh könnte man dabei packen. Und gegen die Panzer ja dann wahrscheinlich die Schilde eher, ne? Obwohl die Crawler auch immer nice sind. Ich könnte ja halt mit Replika vielleicht sogar ausgeben. Also machen wir jetzt Fangs dabei, dann haben wir nämlich auch ein bisschen mehr Flugabwehr, falls ein Wespenspam kommt. Wir hätten die eine Artillerie, die ihr wahrscheinlich irgendwann verkauft. Das mit Schutzschild versuche ich jetzt gleich dabei zu packen. Na, gucken wir mal, ob das funktioniert. Die überleben hier einen Satelliten, ne? Von daher kann ich hier auch den langsamer durchlaufen lassen. Ja, versuchen wir das mal so, ne? Und dann für alle mal eine Runde Reichweite. Tut sicher nicht weh. Und dann eher Reichweite für die Artillerie wahrscheinlich. Auf jeden Fall im Late-Game-Schilde für die Fangs, ne? Muss auf jeden Fall kommen. Naja. Reichweite für die Artillerie ist ganz wichtig. Obwohl die tatsächlich nonstop aus dem Stand schießen, ist vielleicht gar nicht so wichtig. Die Reichweite verdoppelt bei den Dingern. Also ich jetzt überlege ist, ob ich Regenerationspanzer dagegen baue, aber ich glaube, es ist einfach zu spät bei Runde 5, um das sinnvoll rauszuholen. Die Reichweite, glaube ich, hier klappt, weil ich für 100 die Reichweite erhöht habe. Ne? Deswegen hat das gerade so gut ausgesehen.
Da muss man, glaube ich, immer aufpassen, was man wirklich selber macht. Also gegen Panzer sowas natürlich gut und das natürlich auch. Also damit kann ich die Panzer alle one-shotten. Die besiegen auch den, wenn der kommt. Und die müsste ich dann mit einer anderen Luftabwehr holen. Also hole ich jetzt wirklich Scorpion dabei, um die Panzer zu holen? Oder gehen wir jetzt on Luft? Ich muss immer noch Regeneration einpacken, ich vergesse das dauernd. Ne, ist drin, ne? Dann können wir nämlich die Marksman wegtanken. Ja, dann machen wir das mit Regeneration. Field Maintenance. Dann tankt er nämlich alles. Können wir direkt in der Seite anfangen, alles wegzuräumen. Das geht ja dann relativ schnell. Dann regenerieren das zweites UFO. Die Frage, ob ich das in die Ecke stellen will. Einfach um das Headquarter einmal zu snipen. Ich kann auf jeden Fall da vorne mitfliegen. Was bist du denn? 12 schnell? Gucken, ob er den Tank, den Marksman. Ich bin mir da nicht so sicher, ob er das schafft. Nicht ganz sicher, ob er das hinkriegt. Ja, immer noch einen für die Mitte, falls die Wespen kommen, dass einer die Wespen halt abknallt, ne? Das wäre der Gameplan. Dann machen wir die noch Tank hier, damit das auch doppelt tankt. Aber vielleicht bereue ich das jetzt, weil das halt tanky war, ne? Man weiß es einfach nicht. Wespe. Genau, und du bist tot. Also Wespen wären, glaube ich, ganz gut gekontert von. Also die UFOs machen das. Also jetzt hier ist ein Levelunterschied, ne? Das ist jetzt nicht so geil, aber normal gewinnt der schon dagegen. Aber ich kriege noch ein bisschen Marksman-Feuer ab. Die Wespe ist allerdings weg. Und der Level-Vorteil, also noch nicht, aber nachher, ne? Dann kann man das nachher tanken. Also der tankt zum Beispiel den Marksman hier vorne, den Level 2. Und er hat ja wie gesagt keine Luftabwehr, der Gegner. Also kein Marksman-Luftabwehr. Life. Nicht das Schild kaputt machen, ich würde das gern behalten. Panzer werden immer Tank hier. Und diesmal doch Rage ausgegeben. Was gegen die Beth wahrscheinlich nicht so gut ist. Ja, Smoke, ne? Overlord ist ja sehr teuer. Also ich mache mal den Smoke und hoffe, dass ich die alle behindere damit. Will seinen Smoke kontern damit. Ja, also die Atri ist, glaube ich, ein gutes Geschütz. Wie gesagt, die Modelltanks hätte ich auch noch gerne jetzt hier vergeben halt, ne, mit dem Schild. Aber es kostet, glaube ich, zu viel. Ich gebe es jetzt mal aus, aber ja, ne, fehlen dann 50 Punkte. Damit das hier ein sinnvolles Modelltanky-Ding ist. Alles tanken. Je mehr, desto besser. Na, würde das jetzt schilden? Also ja, oder? Wir machen es trotzdem. Mal gucken, ob er schildet. Ja, es gab ja sehr viel, was ich hätte machen wollen. Weil die Schilde mussten auch sein. Okay. Ja, da war alles ignoriert, der Gegner. Aber die Melting Points sind tief. Dafür habe ich allerdings die Artillerie auch, ne? Aber klar, die holen jetzt die UFOs weg. Links hat er verkauft, die Wespe. Panzer werden immer Tank hier. Also jetzt überlege ich, wenn es jetzt noch weitergehen sollte, mal gucken, wie gut die Adler jetzt abschneidet, ob ich noch einen Scorpion holen kann oder ob schon zu spät für einen Scorpion ist, weil er die Panzer kontert und die Scorpions, die Melting Point kontert. Sieht aber gut aus mit den Raketen, oder? Schutzschild ist ganz gut. Ja, aber jetzt sterben die Panzer leider. Durch die Panzer sterbe ich jetzt, glaube ich. Ja, die Z-Quarter nicht verloren, hätte ich sogar noch fast geschafft. Ja, die UFOs waren einfach, was nicht in den Bild passte. Jetzt kriege ich die Quittung jede Runde. Okay. Das ist immer gut.
Genau, jetzt müssen wir von den UFOs halt fliehen. In die Mitte gehen. Tja, machen wir jetzt wirklich einen Skorpion dabei. Wie gesagt, der löst alles, aber ist auch sehr teuer, ne? Und ich habe noch keine Upgrades dafür. Also ich glaube fast, dass ein Skorpion schon zu viel sein könnte, des Guten. Die Wespe ist ja weg. Aber ich habe jetzt committed, also machen wir das jetzt auch. Und dann braucht er eine Reichweite, sonst klappt er, glaube ich, gar nicht, ne? Ja, und eigentlich bräuchte ich mehr Modelltanks. Also das Schutzschild für die vier Fangs war zu viel. Ich hink halt zu weit hinterher jetzt, weil ich zu viele Baustellen aufgemacht habe. Also ob ich den da wirklich kaputt kriege, ohne EMS-Raketen und mit den ungelevelten Skorpion und alles. Also ich glaube, ich habe da ein bisschen Schmarrn gemacht. Ja, ich befürchte, das geht jetzt nicht Verlängerung und nicht zu meinen Gunsten. Ich hätte diese neue Front nicht aufmachen dürfen mit den UFOs. Ich meine, die waren nicht unbedingt notwendig gewesen. Ne? Klar, ich brauchte ein bisschen Luftabwehr und so, aber die kosten mich halt, dass ich jetzt hier doppelt so viele von den Fangs habe zum Beispiel oder denen hier EMS-Raketen gebe und was nicht alles. Und die machen ja eigentlich das auch, was der Rest schon gemacht hat, kann man auch sagen. Also diese Runde geht wahrscheinlich an Gegner und dann muss ich mal gucken, ob ich mehr Scorpions nächste Runde baue und noch Fangs dabei packe. Aber das sind natürlich dann die Rekrutierungsslots, die fehlen, ne? Die geben sich einfach schon mal Mühe. Von den Seiten können wir auch Replika vielleicht mal ausgeben. Genau, dann kommt er weg. Ja, sieht fast so aus, als ob ich das Spiel verloren habe an der Stelle, wo ich die UFOs geholt habe. Aber ich habe jetzt ein bisschen Lebenspolster und kann also noch vielleicht ein oder zwei Runde versuchen, das auszugleichen, den Fehler. Na, passt das wirklich da rein mit den Steeballs? Vielleicht, viel wahrscheinlich. Mal gucken. Okay. Ich will alles gleichzeitig jetzt holen, ne? Die mit Replika holen und was nicht alles. Also. Ich mache wieder alles gleichzeitig und es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, genau deshalb. Die bräuchten dann Reichweite noch. Und die machen ja selber, was die Scorpions machen, ne? Das Problem hat sie dadurch ja nicht gelöst. Verkaufen von Einheiten ist auch immer sehr tricky, muss man sagen. Links habe ich zu wenig Anti-Small. Aber die donnern dann gleich einfach alle auf die großen Viecher. Panzer auslöschen. Ja, ich befürchte, das war alles Käse. Naja, ich spiele dem Spiel jetzt hinterher. Also ich habe jetzt ganz viel Boden, was doppelt ist und habe keine Anti-Air. Also nicht viel, ne? Die Fangs machen das nicht, der macht das auch ohne Reichweite alles nicht. Der hat keine Reichweiten-Upgrades. Also, jetzt geht alles im Bach runter, vermute ich. Ich denke mal, die Steeballs selbst hätte ich wahrscheinlich auch nicht upgraden dürfen. Weil ich ja nichts hatte gegen Overlords und die Overlords mit Ansage kamen. Ja, ist Schachmatt. Also, wenn ich Glück habe, habe ich noch eine Runde, kann irgendwas drehen, mit einer Überraschung. Aber die Fronten sind schon so voll, dass man da auch nichts mehr mit Sneaky und Beacon machen kann. Ne? Also es war verloren bei dem UFO-Kauf. Und halt der Klassiker, ne? Also Verteidigung verliert immer. Ja, so simpel ist das. Ich habe ja das UFO geholt und dann auf Verteidigung gesetzt. Und das Spiel damit klar verloren. Hätte ich auf irgendwie Angriff gesetzt, sagen wir die mit Reichweite, dann hätte ich noch benutzen können gegen irgendwas. Ne? Also ich habe mich da wirklich, also es ist immer das Gleiche. Ja? Und dann hier auch die Defense, was ja im Grunde genommen funktionieren könnte in dem Falle, weil es eine Ausnahme ist wegen Modelltank, aber habe halt zu wenig davon gehabt. Ne?
Also das hat mir das Spiel gekostet, die beiden Moves. Der zu 90% und der vielleicht zu 10%. Und der Rest hat dann, der Scorpion hat auch keinen Sinn gemacht. Es war ja klar, dass ich dann durch die Luft angegriffen werde. Das alles Antiboden, Antiboden, ja. Antiboden, da kommt, glaube ich, durch, dass ich 2 Stunden Schlaf hatte letzte Nacht. Und dann eben verdient verloren. Tun wir noch ein Spiel spielen, aber ich denke, da mache ich Schluss für heute. Das sind zu grobe Fehler. Ich heute früh ins Bett gehen. Muss auch sagen, dass diese Karten für die Sledgehammer, ne, egal welche, die alle unglaublich stark sind. Da sollte man, glaube ich, nicht vernachlässigen. Ich weiß gar nicht, ob man noch Cost Control spielen kann. Aber damit bin ich auch gut aufgestellt, also das geht zumindest. Genau, ein bisschen viel Kleinvieh leider, ja. Jetzt hat man das Anfangsproblem, dass ich 2 Sachen brauche, Modelltanks und eben den hier. Na, mit Fängst gestartet wäre es vielleicht nicht ganz so schlimm. Was packt dabei, ne? Vielleicht sogar eine Wespe. Ich packe jetzt meine eigenen dabei und hoffe, dass ich die richtig aufstelle. So kann man das, glaube ich, nicht machen. Wir das wirklich so splitten. Ich sehe mal durch die Flanken ablenkbar, ne? Sehr easy. Das gefällt mir alles nicht. Die Panzer so auszustellen, wie er gemacht hat, ist normalerweise ein Eigentor, weil die nur Modelltanks so besser bekämpfen, aber gegen normale Panzer eher verlieren so. Man wird halt angeschossen, dann schießt einer zurück, wenn die anderen 4 noch fahren. Ne? Da hat man selten was von, die so auszustellen. Aber er hat halt mehr Geld gehabt, dann geht das. Klar, jetzt kriegt er die Karte, ne? Supi, supi, supi. Regeneration ist ja nicht so gut dagegen unbedingt. Glaube ich zumindest. Ich habe das noch nicht getestet in der Combo. Ich würde aber eher das Verkaufen mir jetzt einen Skorpion gönnen, ehrlich gesagt. Früher Skorpion ist halt das Problem. Also muss Runde 3 mindestens abwarten für den Skorpion. Ja, nächste Runde dann Skorpion, würde ich sagen. Dann nehmen wir diese Runde einen auf die Fresse. Nächste Runde kommt dann der Skorpion. Dann kann der auch gerne leveln, diese Runde. Das würde mich nicht stören. Die Modelltanks da noch wegholen, schnell. Die Satelliten ein bisschen ausweichen. Das gleich für die ganzen Upgrades hier. Ne? Da kann man hier so schön. Ja, dann wird der Gegner jetzt aufleveln, diese Runde, wenn ich nichts weiter ausgebe. Aber wie gesagt, dann kommt der Skorpion hoffentlich nächste Runde. Ein bisschen auf Glück gesetzt. Ich poker jetzt. Ja, mach die Panzer, ist ja klar, weil die unendlich stark sind, diese Karten. Und in der Formation nehmen die gegen Skorpion auch ein bisschen weniger Schaden tatsächlich, zumindest im ersten Schuss.
Also ich habe jetzt hart darauf gesetzt, dass in dem Unit Drop ein Scorpion erscheint, ne? Oder zumindest genug Geld ist, dass ich selber einen freischalten kann. Also wenn der jetzt wirklich das auflevelt, weil ich ihm die Runde geschenkt habe, die Erfahrung, und dann der Scorpion in irgendeine Form aufs Feld kommt, dann habe ich einen riesen gigantischen Sprung nach vorne gemacht. Na, hat er jetzt gewonnen, es geht nur die Upgrades aus, Economy of Scales, bla bla bla. Ich brauche jetzt ein bisschen Glück. Da ist der Scorpion. Ich kann natürlich Sabertooth oder Overlord dagegen holen. Und er weiß, dass ich den Scorpion spiele mit Sicherheit. Also risikofrei war das jetzt nicht für mich. Klug wäre es ja noch sehr schwach bei mir ausgeprägt. Ach ja, so, es knipst mir erstmal hier vorne. Ich will die aber nicht verlangsamen, ne? Ich will das nur ausknipsen. Machen wir es hier, wir fangen einfach mal da an. Ja, nochmal ein Anti-Small in der Mitte. Aber wenn der jetzt halt mit dem Overlord kommt, dann haben die drei Marksmänner müssen die Überstunden machen. Das war so ein bisschen zu erwarten, weil er wusste, dass der Scorpion kommt. Das konnte er auch erwarten. Und das ist halt die Frage, ob die drei Marksmänner da irgendwie ausreichen. Schon eine Menge Arbeit für drei Marksmänner. Ein Overlord hätte ich vielleicht bekommen, bei zwei weiß ich nicht. Und ich habe ihn zu weit vorne hingestellt, da war ich mir nicht sicher wegen dem Satellit, ne? Wenn der Satellit auf den Scorpion einschlägt, ne, hinter einem Marksman ist, ob er direkt stirbt, da war ich mir jetzt unsicher. Deswegen habe ich ihn so weit vorne hingestellt und kriege die Quittung wahrscheinlich dafür. So, den einen haben wir, aber den anderen kriege ich nicht mehr. Die Frage, welche Upgrades er spielt. Kann auch jumpen. Runden verloren geben heißt normalerweise das ganze Spiel aufgeben. Ich habe noch nie gesehen, dass das funktioniert sinnvoll. Das muss man leider auch sagen. Weiß jetzt nicht, ob ich Economy spielen kann. Also die Scorpions haben wir. Wir brauchen jetzt einfach Marksman mit Luft-Upgrade und Modelltank an der Front. Es sind einfach ganz viele Sachen gleichzeitig, die ich jetzt brauche. Okay, eins zur Ablenkung durch die Mitte fahren. Wir müssen jetzt eigentlich einen Satelliten spielen, der Gegner. Dann brauchen wir jetzt hier das Luftdingi. Ja, und jetzt drei Marksmen. Und jetzt habe ich halt hier einen Schwachpunkt, ne? Nochmal eine Reichweite ausgeben. Und gucken, dass ich eine Sekunde tanke. Muss halt eine Runde überleben, ne? Nächste Runde könnte ich zurückkommen, aber vielleicht habe ich schon aufgegeben jetzt das Spiel damit. Er hätte jetzt Western Spam machen müssen zum Finishen. So, also die Flugviecher sind weg. Wie gesagt, er hätte auf jeden Fall Wespe spielen müssen, der Gegner. Ja, und der steht halt den Rest des Spiels jetzt beschissen da. Schaffen die zwei das jetzt gegen die ganzen Panzer? Aber ich habe ja noch ein paar Marksmen. Aber der Level 2 halt so scheiße um mir hingestellt wurde. Und war vielleicht sogar unnötig, ne? Weil der Satellit vielleicht gar nicht den Marksmen dahinter bekommen hätte. Deployment-Spezialist, was hat er denn aufgestellt? Nicht gesehen, dass er irgendwas aufgestellt hätte. So, Barrier. Natürlich immer nice, wenn man sowas hätte. Weißere Marksman, also jetzt All-In Marksman. weiß ich nicht, ob ich noch mehr hole. Als Flugabwehr reichen die offensichtlich aus, ne? Gegner wird jetzt einen Nuke versuchen, ich weiß es nicht. Barrier, aber wo, was soll man da bauen? Also jetzt ein Dings? Nee. Also ich gebe denen jetzt Reichweite hier. Ups. Und dann versucht man mehr Modelltanks dabei zu packen. Also die One-Shotten ja die ganzen Panzer, ne? Da muss nur was hin, was tankt an die Front. Das wäre jetzt mein Versuch.
Maximal lange tanken. Ja, den da irgendwie beschützen wäre auch nice. Zur Ablenkung den da vorne reinlassen. Ich muss einfach mal versuchen, alles. Wie gesagt, Westenspam kann immer noch kommen, also die Gefahr ist nicht gebannt. Wollte er nicht, okay. Ja, doch, hat er gemacht, Westen sind sie ja. Aber Westen-Spam, also er hätte ja vier Westen holen können, diese Runde, ne? Das sind zwei gewesen, weil der musste die dickere Kanone ausgeben. Er schießt da langsamer, was gegen Modelltanks nicht so geil ist. Jetzt mal die Luft. Ja, aber vielleicht reicht es trotzdem. Ja, sind zu viele Panzer. Ich müsste halt noch mehr ausgeben, mehr Skorpion. Jetzt kann er einfach alle meine Modelltanks wegflambieren. Ich glaube, das hat das jetzt ein bisschen besiegelt. So, da keine gute Luftabwehr bei. Gegen die Wespen einfach in die Mitte setzen. Reichweite 300 ist fast schon zu teuer, ne? Also, wir brauchen dann hier die Tankiness bei denen. Vielleicht sogar Regeneration. Können auf jeden Fall jetzt ein paar ausknipsen von denen. Der soll sich um die Wespen halt im Center gleich kümmern. Der läuft dann direkt hinterher. Ja, wie machen wir das? Wie machen wir das? Also die Flammenwehrversorgung ist alles bei mir auf, die Badger, ne? Und da habe ich keine Modelltanks mehr. Befürchte, das ist jetzt Ende, die Runde. Mach einfach mehr von denen. Gucken, ob wir den ein bisschen länger tanken können. Ich hätte gerne noch eine Reichweite vergeben, aber ging nicht. Ich brauchte auch den. Also die Armri geholt hat, habe ich nicht verstanden, weil die Panzer ja alles im Boden zerstören. Ne? Die Badger hätten alle Modelltanks weggenommen, die Panzer halt einen Multiplikator haben sozusagen. Ne? Keine Flugabwehr, ne? Dann kann ich jetzt hoffentlich mit denen den Rest wegräumen. Ja, die Marksmen bräuchten Reichweite, um die Panzer im Late Game zu bekämpfen und die Artillerie. Die Frage ist halt, ob der das jetzt schafft, ne? In den nächsten 70 Sekunden die alle zu töten. Assault Scorpions. Ich weiß nicht, ob das eine gute Option ist. Ich habe da ganz wenig Erfahrung mit dem Zeug. Also ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich überlege, ob ich seine Modelltanks hinten ablenken kann mit so einem Ding. Dass sie alle in die falsche Richtung laufen und dass wir dann an der Front halt Schaden machen. Also ich will auf jeden Fall die Reichweite ausgeben diese Runde. Ja. Also die klappen halt gegen den Panzerspam nicht im Moment, ne? Das ist das Problem. Die Frage ist, ob jetzt mehr auch funktionieren würde. Also die brauchen auf jeden Fall Reichweite, sonst klappen die gar nicht mehr. Ich habe eine ganze Menge von denen. Können die mit dem Tunnel im Panzerschuss überleben? Kein Geld dafür. Ah, ist das wieder Dreck. Zeit, Zeit, Zeit. Mal mehr Schaden.
Also immer noch Modellpudding, Problem, ne, mit Modelltanks. Jetzt habe ich auf jeden Fall die Marksmen, die die Overlords kaputt machen, die jetzt alle geholt hat. Ja, mit Doppelreichweite gegen Overlords sollte das ja eigentlich gut klappen und den verkaufe ich nächste Runde. Panzerarmee wird inzwischen gekontert hier. Seitdem auch, weil die Modelltanks alle weg sind von ihm. Bam, bam, bam. Ein schöner Ton. Oh, tot. Ja, hätte der nicht gestorben, hätten wir es beenden können. Scheiße. Die Crawler stirbt wahrscheinlich. Dann knipsen wir alle Overlords aus. Und die Artillerie. Ja, ist Regeneration, klappt das jetzt? Aber wieder Defense, ne? Also das tue ich mir, glaube ich, nicht nochmal an. Wir machen auf jeden Fall wegen Finisher-Runde hier die Wespen versuchen wegzuholen. Falls Ablenkungszeug kommt, na, zumindest in kleinem Umfang. Da habe ich schon einen, da auch noch einen. So, Finisher-Runde, auf jeden Fall das anklicken. Ja, und jetzt halt die Frage, was wir da weiter ausgeben. Also sollen wir auf den Level gehen? Ich glaube, ich level die jetzt alle. Und dann ist die Frage, ob ich Regeneration bei denen benutzen kann. Ich beantworte das jetzt mit Ja. Das werden wir dann sehen, ob das geklappt hätte. Ja, jetzt mische ich nochmal ein paar von denen dabei. Wahrscheinlich überlebt er das dann nicht, ne? Wir testen es einfach mal. Ich mache jetzt Speed all in, wenn die schneller dran Wespe. Sieht so aus. Ja, da kommen gleich die Crawler dazu. Jetzt kommen die Wespen hier im Moment. Aber ich habe schon eingeloggt auf die ersten. Ja. Hat er keine Schilde gehabt für die Wespen. Da sind die sehr schnell gestorben. Und die Regeneration hat diesmal funktioniert offensichtlich. Sehr schön. War ein bisschen anstrengender die Runde. Für mich auf jeden Fall Zeit schlafen zu gehen. Hätte wetten sollen. 16.000 Punkte gegen mich. Ja, ist ja easy AI, hätte ich auch gegen gewettet. Okay, ja, dann doch funktioniert am Schluss. Man muss nur wollen, man muss nur wollen. Also die Scorpion haben dann irgendwann tatsächlich doch wieder geklappt. Wahrscheinlich, ob ich ein Level wieder aufgeholt habe. Die Overlords haben ihn halt reingeritten. Und er hat die, glaube ich, nur geholt, die Overlords, wegen den Scorpions. Hat aber die Marksmen dann ignoriert. Und naja, hat er keine Modelltanks gehabt. Das sind drei Crawler, die er hatte. Drei Stück, ja. Nicht vier, nicht fünf, sondern drei. Und dann die Wespen. Hat gehofft, dass die Wespen, auch wenn die spawnen, dass das Modell tankt. Mit dem Schutzschild hätte es vielleicht auch das, genau das gemacht. Aber die ersten sind natürlich an dem Satellit gestorben. Das ist ja keiner, der die abfängt. Und die nächsten, die gespawnt sind, also die sind ja Marksmen, ja, ein Haufen Marksmen. Das geht schon. Also spawnt ja jeder vier Stück, ne? Das ist oft nicht so viel. Also von daher müsste da ein Schutzschild mindestens ran, glaube ich. Dann hätte es vielleicht funktioniert. Also er hätte Modelltanks gebraucht. Ob so ein Wespen oder am Boden, irgendeine Form von Modelltank, die haben ihm gefehlt. Das wäre so zumindest mein Eindruck gewesen. Wie gewonnen, wie zerronnen. Okay, ich bin weg für heute. Ciao, ciao.